Herzlich willkommen zu diesem Video, mein Name ist Christoph und heute gehe ich mal auf einen Wunsch ein. Und zwar waren in letzter Zeit öfters mal Anfragen, wie sortiert man denn die Dokumentenkategorien in Apple, beziehungsweise bezieht sich das, was ich hier zeige, auf alle Pop-Produkte, also auch auf Prosopico, alle Customizing-Produkte. Was diesen Punkt angeht, ist das überall gleich. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, bitte ich um ein Like und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Um das jetzt wie gewünscht herzustellen, also eine Sortierung, die den eigenen Wünschen entspricht, dann gehen wir in die DMS-Kategorien. Ich habe die hier mal in die Favoriten geklemmt. Im Normalfall findet man die halt hier unter Dokumente und DMS-Kategorien. Das kann nur ein Mitarbeiter bearbeiten, der auch Verwaltungsrecht aufs Dokumentenmanagementsystem hat. So, das heißt, wir öffnen jetzt mal die DMS-Kategorien und wir sehen, dass hier die Sortierung so ist, wie sie da auch in dieser Dropdown-Liste war. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich möchte das jetzt nach alphabetisch erstmal sortieren, auch wenn das ganz oft nicht die sinnige Sortierung ist. Wir machen das jetzt mal, das heißt, ich sortiere das jetzt mal alphabetisch aufsteigend. Das heißt, wir sehen jetzt, dieser Eintrag ist jetzt ganz oben und ansonsten ist das jetzt hier komplett alphabetisch, ist aber nicht unbedingt die Sortierung, die man haben möchte. Eine reine alphabetische Sortierung ist nicht unbedingt für jeden wünschenswert. Wir machen jetzt erstmal hier auf Speichern, also er hat sich einen Save-Button, das heißt, der merkt sich das jetzt erstmal, nachdem wir da drauf gedrückt haben. Und diese Sortierung, die ist jetzt systemweit für alle Benutzer. So, und jetzt will man das jetzt nochmal ein bisschen sinniger machen. Das heißt, die wollen wir vielleicht gar nicht hier oben haben. Schieben wir mal ein bisschen nach unten. Beziehungsweise, man kann das ja hier einfach ganz nach unten schieben, dass das ein bisschen sinnig ist. Die Unklassifizierten würde ich immer oben lassen, grundsätzlich. Das ist halt für den schnellen Upload, den man ja auch übers Dashboard machen kann und man vielleicht nicht unbedingt sofort immer alles ausfüllen möchte oder kann. Und dann gibt es halt natürlich solche Sachen wie Lieferschein eingehend, also typischerweise die Dokumente, die nicht aus dem System automatisch erzeugt werden. Also ein Angebot wird zum Beispiel automatisch aus dem System erzeugt, eine Rechnung oder irgendwelche anderen Sachen. Also es kann zwar sein, dass man da mal ein Dokument hinzufügt, aber das ist eher selten. Genau, also wir sehen, ich habe mir jetzt erstmal unklassifiziert Lieferscheine und Buchhaltung nach oben geholt und diese Sortierung ist dann automatisch gespeichert. Das heißt, wenn man über die Möglichkeiten hier oben das sortiert, dann muss man hier auf dieses Speicherbutton machen und wenn man hier mit diesen Verschieben das macht, also das heißt hier auf diese Pfeile und einfach draufklicken und ziehen, wird das sofort gespeichert. Wir gucken uns das nochmal an. Heißt, Kategorie erstellen. Ach Quatsch, wir wollen keine Kategorie erstellen. Wir wollen ja in die Dokumente gehen. So, und jetzt sehen wir, ist die Sortierung so, wie ich das gerade angegeben habe. Also grundsätzlich kann sich das jeder ein oder kann man das firmenweit so einstellen, wie das für jede Firma am sinnvollsten ist. Ich hoffe, das war verständlich. Wie gesagt, ein Like, ich freue mich. Bis dann, euer Christoph.